aber in letzter Zeit frage ich mich schon, was das Schicksal mit mir vorhat. Bist du deshalb hier? Um das herauszufinden? Vielleicht. Du willst mir nicht verraten, was du in Hamburg machst, oder? Ich bin gewissermaßen auf der Durchreise. Und wohin geht die Reise? Können wir nicht einfach den Tag genießen, ohne Fragen? Wie du willst. Du gibst dich so geheimnisvoll, weil du mal irgendwo gehört hast, dass das bei Männern gut ankommt, stimmt's? Und? Funktioniert das? Schon möglich. Ups. Mir fällt da gerade noch etwas ein, was unbedingt auf jeden Geburtstag gehört. Nee, warte. Keine Zuckerwatte. Ich krieg keinen Bissen mehr runter. Keine Angst. Es ist etwas viel Leichteres. Die restlichen Roten, bitte. Was bekommen Sie? 10. Alles Gute zum Geburtstag, Nora. Danke. Konstanze? Oh. Alles in Ordnung? Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Besuch für dich. Hi. Hi. Habe ich im Halteverbot geparkt oder was machst du hier? Du hast doch gar keinen Wagen. Ja, ich weiß. Aber wenn die Polizei einem was anhängen will, dann findet sie doch immer was, oder? Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du Lust hast auf einen Ausflug. Das ist jetzt aber kein Date, oder? Nein. Mehr so ein zwangloses Treffen. Dann ist ja gut. Ja. Also? Okay. Gut. Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit den Prozessakten und sämtlichen Unterlagen, die das Beckeritt-Patent betreffen, beschäftigt. Und ich muss Ihnen sagen, es sieht sehr gut für Sie aus. Ja. Dann glauben Sie also, dass die Manufaktur uns Schadenersatz zahlen muss? Die Unterschrift auf dem Vertrag ist gefälscht. Und somit nutzt die Manufaktur die Beckeritt-Formel ohne rechtliche Grundlage. Und das bedeutet, Sie können erstens Schadenersatz fordern und zweitens die weitere Nutzung der Formel mit sofortiger Wirkung untersagen. Das bedeutet ja dann, dass die Rechte an der Erfindung meines Bruders in den Besitz seiner Frau übergehen. Genauso ist es. Sie können die Lizenzrechte an Käufer Ihrer Wahl veräußern. Denn jeder, der diese Formel nutzt, muss auch dafür bezahlen. Und das bringt dann auch wieder eine Menge Geld ein. Damit wäre zu rechnen, ja. Und wie sieht's mit Ihrem Honorar aus, wenn wir Sie engagieren? Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich glaube, wir werden uns sehr schnell einig werden. Sie haben uns mit Ihrer Beratung sehr geholfen. Ich fände es schön, wenn Sie uns auch als Anwalt vertreten würden. Sehr gerne, Frau Becker. Gut. Dann werde ich mich ab jetzt darum kümmern, dass Sie zu Ihrem Recht kommen. Und mit was für eine Schadenersatzsumme kann meine Schwägerin ungefähr rechnen? Die Schadenersatzsumme? Ich kann Ihnen natürlich nichts versprechen. Aber Sie können ausgehen von 4, 5 Millionen. 5 Millionen Euro? Mhm. Oh mein Gott. Dir geht's gut, ja? Klar, wieso? Du meckerst heute gar nicht rum. Man könnte fast meinen, es gefällt dir hier. Tut es auch. Was machst du? Ich geh schwimmen. Ja, los. Ja, was ist? Worauf wartest du? Ich hab gar nichts dabei. Ich hab's doch gewusst, du bist eine Spaßbremse. Na, warte. Okay. Ja!
5 Millionen €. Das ist eine unverschämte Forderung. Finden Sie? Ich halte diese Summe für durchaus angemessen. Schließlich nutzen Sie das Bäckerritt seit geraumer Zeit. Und das mit Gewinn. Mit gutem Gewinn. Aber das geht nicht. Damit wir uns richtig verstehen, Herr Reichenbach. Das geht nicht, gibt es nicht. Nicht bei mir. Sie verstehen nicht. Die Manufaktur befindet sich zurzeit in einer prekären Lage. Seit Frau Grafenbergs Prozess haben wir einige Kunden verloren. Die Gewinne gehen zurück. Wir können eine solche Summe nicht aufbringen. Ich werde das an unsere Anwältin weitergeben. Tun Sie das. Das halte ich sogar für eine gute Idee. Dann können wir über einen Vergleich reden. Ich denke, beide Parteien sind daran interessiert, sich gütlich zu einigen. Absolut. Und nochmal, 5 Millionen sind ein großzügiges Angebot. Großzügig für die Manufaktur. Ich erwarte Ihren Rückruf übermorgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Du bist so schweigsam. Ich genieße mein Eis. So. Na komm. Ein bisschen kenne ich dich schon noch. Na schön. Ich habe ein paar Probleme mit Saschas und meiner Firma. Aber das ist nicht der Rede wert. Finanzielle Probleme. Judith, ich kriege es sowieso raus. Also gut. Sascha und ich haben vor einiger Zeit eine Kette von Kaffeebars gegründet. Moment. Du und unser Sohn? Ja. Am Anfang hat es wunderbar funktioniert. Wir haben Gewinne gemacht, alles lief. Was ist passiert? Die Konkurrenz war zu groß. Wir haben einen Kredit aufgenommen, um zu expandieren, aber die Gewinne haben sich nicht rentiert. Naja, und jetzt stehen wir praktisch vor dem Aus. Ich verstehe. Wenn ich euch irgendwie helfen kann. Judith, das Unternehmen gehört zur Hälfte meinem Sohn. Und wenn ich schon all die Jahre nicht für ihn da war, dann möchte ich wenigstens jetzt etwas für ihn tun. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Vielleicht überlegst du es dir nochmal. Ich würde mich freuen. Sprecherstadt, ja? Ja. Nö, ist schön hier. aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wo gehen wir als nächstes hin? Eigentlich müssten wir noch zum Michel, zum Bismarck-Denkmal und auf die Reeperbahn. Und natürlich in den Tierpark. Oh mein Gott. Da müssen wir ganz schön Gas geben, um das heute alles noch zu schaffen. Bist du sicher, dass du deinen Aufenthalt nicht doch noch verlängern kannst? Ganz sicher. Leider. Dann müssen wir uns wohl auf das Wichtigste beschränken. Lass mich mal überlegen. Nora, ist alles in Ordnung? Ja, klar. Was soll sein? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Können wir nicht doch irgendwo hingehen, wo es etwas ruhiger ist? Ich bin ein bisschen müde. Ich kenne den perfekten Ort. Hast du gedacht? Du schwimmst gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht, von wegen. Ich hab dich abgehängt, aber sowas von. Kann es sein, dass du mich beeindrucken willst? Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Liegt in euren Genen, glaube ich. Frauen sind auf der Welt, um beeindruckt zu werden. Bild ja mal nicht zu viel ein. Glaub du nur nicht, dass ich von dir beeindruckt werden will. Hey!
Reichenbach, was führt Sie zu mir? Danke. Ich wollte Sie bitten, uns im Fall der Schadenersatzklage zu vertreten, die die Familie Becker gegen die Manufaktur anstrebt. Ja, ich weiß darüber Bescheid. Ich selbst habe Ihnen empfohlen, sich an einen Wirtschaftsanwalt zu wenden. Also, ich weiß nicht. Ich kenne die Becker sehr gut und ich habe sie schon mehrmals rechtlich vertreten. Ich würde ungern in einen Interessenkonflikt geraten. Das verstehe ich, ja. Und ich würde mir wünschen, dass die Beckers angemessen entschädigt werden. Aber als noch Geschäftsführer muss ich auch an die Interessen der Manufaktur denken. Ja, ich habe schon davon gehört. Seit Annabels Prozess ist Falkendahl Porzellan in der Krise. Wir konnten zwar Hagendorf als Kunden halten, aber andere Auftraggeber sind abgesprungen. Und der gegnerische Anwalt fordert 5 Millionen Euro Schadenersatz. Ich hatte gehofft, Sie würden es vielleicht meinem Nachfolger zuliebe tun. Ihrem Nachfolger? Herrn Grafenberg. Ich habe gehört, dass Sie beide sich sehr nahe stehen. Herr Grafenberg hat Falkenthal verlassen. Er will Annabelle stellen. Was? Aber er wollte meine Nachfolge antreten. Mein Flug nach Vancouver ist gebucht. Ich reise morgen ab. Es tut mir sehr leid. Er hat sich sehr kurzfristig entschieden. Wo soll ich denn jetzt bis morgen einen neuen Geschäftsführer für die Manufaktur finden? Tut mir leid. Hören Sie, Frau Nowak, wenn die Beckers mit ihrer Forderung Erfolg haben, dann bedeutet es das Ende der Manufaktur. Es stehen mehr als 500 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und Sie sind die Beste. Also gut. Danke. Von Weiden? Ja. Entschuldigen Sie bitte, Frau Nowak ist da. Sophie, schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Richard, du erinnerst dich doch vielleicht, dass du vor seinem Tod mit Harald Becker über die Vermarktung der Becker-Ritt-Formel gesprochen hast. Ja, sicher. Wir waren uns sogar schon handelseinig. Aber dann hat Annabelle, du weißt es, ganz unerwartet und überraschend einen Vertrag präsentiert, den Harald Becker angeblich mit ihr schon abgeschlossen hatte. Ja, inzwischen wissen wir ja auch, wie sie in Besitz dieses Vertrages gekommen ist. Ja, und dass die Unterschrift gefälscht war. Aber warum fragst du danach? Die Beckers machen ihre Schadenersatzansprüche gegen die Manufaktur geltend. Ach so, und du vertrittst sie? Nein, ich vertrete die Gegenseite. Dein Neffe hat mich darum gebeten. Und Henning sagte, dass die Manufaktur so hohe Forderungen nicht erfüllen kann. Mhm. Ja, und wie kann ich da jetzt helfen? Das mit dem Schadenersatz werde ich klären. Ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht, wie es mit der Becker-Ritt-Formel weitergeht. Die Beckers sind sicherlich daran interessiert, sie zu vermarkten. Ach, ich verstehe. Und du glaubst, Harald Beckers Erben könnten es möglicherweise dem anbieten, mit dem er schon früher ein Geschäft eingehen wollte. Hättest du denn noch Interesse? Die Glasur, die Harald Becker erfunden hat, ist ein lukratives Geschäft. Lass mich darüber nachdenken. Gut. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Wie geht's denn mit deiner Ex-Frau? Ich versuche, sie davon zu überzeugen, dass ich kein arbeitswütiger Egoist mehr bin. Und wann lernst du deinen Sohn kennen? Soweit sind wir noch nicht. Verstehe. Weißt du, Judith fällt es schwer, generell Hilfe anzunehmen. Insbesondere von mir. Sie steckt in Schwierigkeiten und ich habe ihr angeboten, ihr zu helfen.